Was für ein herrlicher Moment, wenn man feststellt, dass gleich zwei Schwestern backen. Los geht's! Heute haben wir ein besonders festliches Rezept für euch, so ein Partyrezept. Und zwar haben wir Champagner-Donuts. Donuts gehen immer, oder? Zum Jahreswechsel, Ende des Jahres. Liebe Donuts! Wir brauchen Champagner, wir brauchen Milch, ein bisschen Butter, Zucker und frische Hefe für den Hefeteig, außerdem noch Mehl und zwei Eier, Puderzucker und für oben drauf so ein bisschen Glitzer. Wir haben goldene Sternchen und goldenes Spray. Solche Förmchen hier braucht ihr auch. Donut-Förmchen, ne? Ja, genau. Als allererstes bereiten wir natürlich hier den Hefeteig vor, denn der braucht ja immer seine Wellung aufzugehen. Dafür haben wir die Milch schon mal lauwarm gemacht. Und jetzt bröseln wir die frische Hefe hier schön rein. Und die lösen wir da drin auf. Als nächstes sieben wir das Mehl hier rein, damit das auch schön fein ist. Wenn das Mehl komplett drin ist, dann kommt auch der Zucker dazu. Und dann rührt ihr einmal kurz durch mit einem Löffel oder so, reicht. Zack. Und dann machen wir mit der Faust eine Mulde in die Mitte. Und in diese Mulde rein kommt jetzt diese lauwarme Hefemilch. Darüber packen wir jetzt so vom Rand so ein bisschen Mehl-Zucker-Mischung, sodass das ein bisschen schon mal sich vermischt. Das lassen wir jetzt mal einen kurzen Moment so ruhen. Wie lange? So 10 Minuten ungefähr. Sehr langweilig. Wenn das dann einen Moment geruht hat, dann nehmt ihr euch den Mixer und mixt es durch. Mit den Knetagen natürlich, ne? Und dazu, bevor wir das alles komplett zu einem Teig verarbeiten, kommen noch die Eigelbe. Und die weiche Butter, kommt die auch mit rein. Und jetzt die besondere Zutat, ein Schuss Champagner. Natürlich geht das auch alkoholfrei. Das knetet ihr jetzt richtig durch. Dann kommt dieser Teig für eine Stunde ungefähr an den warmen Ort und wird schön abgedeckt mit einem feuchten Tuch. Als erstes bemehlen wir jetzt die Arbeitsfläche und danach kommt der Hefeteig hier rauf. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt für euch, euren Ofen vorzuheizen. Und zwar auf 180 Grad. Dann knetet ihr den Hefeteig noch einmal durch. Und danach formen wir so kleine Würstchen, die wir dann schön in diese Form hier reinlegen können. Es sollten so 10 bis 12 Stück werden. Ja. Und dann müsst ihr die Stelle, wo sie sich treffen, noch ein bisschen verschließen. Die Dinger kommen jetzt für 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Während eure Donuts abkühlen, könnt ihr dann schon mal den Zuckerguss anrühren. Das machen wir jetzt. Mit Puderzucker. Jede Menge. Und dem Champagner. Der soll ziemlich dickflüssig werden, also nicht zu viel Champagner dazugeben. Lieber erstmal ein bisschen weniger und zur Not nachkippen. Geht auch mit Fruchtsaft oder alkoholfreiem Shampoos. Und damit das Ganze noch schöner wird, mache ich noch ein bisschen Goldglitzer rein. Wenn die Donuts ein bisschen abgekühlt sind, dann nehmt ihr euch den vorbereiteten Zuckerguss und verziert die Teile. Das heißt, wir geben auf jeden Donut oben schön gleichmäßig Zuckerguss drauf. Dann noch goldene Sternchen draufstreuen und Goldspray. Und jetzt sehen die Donuts zum Anbeißen aus. Wir haben jetzt wirklich lange genug gewartet. Ja, also, das stimmt. 6 Stück, Hälfte, Hälfte. Guten Appetit. Prost. Und Prost. Sehen echt hübsch aus und schmecken echt auch hübsch, ne? Super lecker. Lecker. Also wirklich.